An der Reling der Dark Shark 2 döste gereizt Captain Roger vor sich hin. Da zurzeit in Sachen Goldscheffeln totale Flaute angesagt war, hatte er die gesamte Schiffsmannschaft zum Farbewaschen verdonnert, wie das Putzen bei Seeleuten heißt. Das letzte bisschen gute Laune war ihm am Vortag abhanden gekommen, als sie fast von Admiral Woodhouse erwischt worden waren, der mit seinem Regierungsschiff Sea Lion stets und ständig auf Piratenjagd war. Ach, bei allen röchelnden Rochen und dem Dreizack von Neptun, was ist das nur für ein schweinelangweiliges Leben? Da dreht sich ja einer Seeschlange ihr 10 Meter langer Magen um. Will! Ja, Sir? Wann hast du dich eigentlich entschlossen, Pirat zu werden? Schon als ganz kleiner Junge, Sir. Ach, und kannst du mir mal verraten, wieso? Weil ich Angst hatte, dass mir sonst langweilig werden würde. Ja, willst du mich auf den Arm nehmen, Bursche? Nein, Sir, das stimmt. Rotes Signal, Feuer, Backboards, Captain. Ist nicht zufällig der Sonnenuntergang? Hä? Ausguck! Nein, Chef! Ist erst Mittag und ein bisschen blau ist auch drin. So. Ist ja erst Mittag. Bei allen platten Kugelfischen, da schippern wir mal hin, Will. Und zwar ein bisschen fix, wenn ich bitten darf. Ja, Sir. Alle Mann in die Wanten. Setzt Segel. Kurs Nord-Nordost. Na, endlich passiert mal wieder was. Da kommt ein Kanu-Backboard, Chef. Ich kann mir schon vorstellen, wer das ist. Hallo, Jungs. Schönes Feuer habt ihr da gemacht. Hoffentlich nicht nur aus Langeweile. Was denn? Für ein paar so kleine Kröten habt ihr so ein großes Feuer gemacht? Wir sind keine Kröten. Wir haben unser Leben aufs Spiel gesetzt, um ihnen einen Brief zu bringen. Wehe, der ist nicht wichtig. Dann geht ihr in Zukunft barfuß ins Bett. Das sag ich euch im Guten. Lass sie an Bord, Will. Ei, ei, Sir. Jakobs Seite auswerfen. Ja. Seil ablassen. Jetzt schicken sie schon Kinder, um mir die Langeweile zu verteilen. Hi, Tu! Kotu! Kommt rauf! Wir nehmen euer Boot ins Schlepp, bindet es an! Okay! Langsam, Mädchen! So eine Jakobsleiter ist keine Kellertreppe. Eine Stufe nach der anderen. Na, da seid ihr ja. Hier ist da der Brief. Wehe, da steht nur ein Gruß drin. Habt ihr eigentlich keine Angst? Hat euch denn nie jemand erzählt, was für gefährliche Leute Piraten sind? Doch, Sir. Davon haben wir schon gehört. Mir ist gerade was ins Auge geflogen. Lies du mal, Will. Ja, Sir. Der Brief ist von William Shatter. Ja, und? Wer soll das sein? Kenn ich nicht. Doch, Sir. Dem haben sie vor ungefähr 2 Jahren geholfen, diese Schiffbrüchigen aus dem gekenterten Boot zu retten. Was? So ein Blödsinn soll ich gemacht haben? Da musst du dich irren. Na, lies endlich. Sir, ich bitte Sie dringend um Hilfe für die gekaperten Passagiere der Queen of England, die um ihr Leben fürchten müssen. Sie wurden auf eine Insel verbracht, die von den Meuterern Silberinsel genannt wird. Genaue Skizze anbei. Ich bin sicher, dass Captain Ironhook hinter der Meuterei und dem Plan, die Leute dort im Bergwerk arbeiten zu lassen, steckt. Ich konnte bisher niemanden sonst um Hilfe bitten. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Hochachtungsvoll, William Shatter, erster Offizier der Queen of England. Das ist ja Ironhook, du miese Wasserratte, Schrecken der Südsee. Vor dem muss sich jeder Mensch in Acht nehmen. Aber den Plan werde ich dir verwiesen. Hab ich nicht gesagt, dass ich sie mir eines Tages wiederhole? Kurs auf die Silberinsel, Will! Aye, aye, Sir! Schlagartig hatte Captain Roger seine gute Laune zurück. Er stand mit seinem Fernglas auf dem Vordeck und konnte es gar nicht abwarten, die Silberinsel ins Visier zu kriegen. Heiliger Neptun, da ist sie. Will, scher dich hierher. Hier bin ich, Sir. Was siehst du da im Dunst der Ferne? Nicht viel, Chef. Wasser?
Wolken, Inseln... Halt, das war's, Insel. Unsere Silberinsel. Unsere, Sir? Ich dachte Captain Ironhooks. Ach, heulender Hering, was redest du da für einen Unfug? Du hast doch selbst gesagt, dass er falsch gespielt hat. Ja, aber er weiß nicht, dass Sie das wissen. Daher glaubt er, dass Sie denken, dass Sie die Insel an ihn verloren haben. Red nicht so schlau. Das macht mich immer ganz wuschig. Wir holen uns unsere Insel zurück. Keine Widerrede. Alle Mann zum Nahkampf fertig machen. Ja, ein Schiff voraus. Ich glaube, es ist die Seastar. Da soll mich doch der Oberhaifisch in den Allerwertesten beißen. Wieso haben die uns so schnell entdeckt? Vielleicht, weil sie schon auf uns gewartet haben. Ach so. Ach so, Ruder ab Backbord. Ich muss jetzt mal einen Augenblick nachdenken. Neuer Kurs liegt an. Mein lieber Winnie, was glaubst du, wo dieser unangenehme Admiral Woodhouse jetzt herumschippert? Hä? Naja, gar nicht weit von hier, schätze ich. Genau, gar nicht weit von hier. Hochsetzen, Will. Ei, ei, Sir. Captain Roger feixte nur noch vor sich hin. Als sie von Admiral Woodhouse und seiner Sea Lion aufgestöbert worden waren, feixte er. Und als sie ganz dicht vor dem Bug der Sea Lion kreuzten und das Schiff so zur Silberinsel lockten, auch. Als Roger durch sein Fernrohr sah, wie Ironhook mit seiner Sea Star Reis ausnahm, feixte er wieder. Auch während er beobachtete, wie das Regierungsschiff vor der Silberinsel Anker warf und die Passagiere der Queen an Bord nahm. Aber als die Sea Star von Captain Ironhook plötzlich einen Steinwurf entfernt aufkreuzte und der Dark Shark 2 einen Kanonenschuss knapp vor den Bug setzte, da verging ihm das Feixen. Höllenschlund, verschlinge diesen Höllenhund. Will, was machst du denn? Du kommst vom Kurs ab. Mit Absicht, Sir. Er nimmt uns den Wind aus den Segeln. Ich glaube, der will uns zu den Fischen schicken, Captain. Reichender Rochen, das wird ihm nicht gelingen. Da sei der heilige Klabautermann vor. Captain Roger, wir es könnten schaffen, zu den Nebelinseln. Ach. Wenn wir Glück haben. Wir kommen gerade übers Reef in die Voodoo-Lagune. Ah, bei allen geringelten Krebsschwänzen. Was meinst du mit Glück? Das Reef ist nur kurze Zeit bei der höchsten Flut schiffbar. Oh, steht mir bei, Neptun und Poseidon und wie ihr alle heißt. Kurs auf die Nebelinseln, Will! Ei, ei, Sir! Sag ihm den Kurs antun! Ja. Langsam werde ich wirklich zu alt für diesen Quatsch.